Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Kingdom Hearts. Seit der letzten Episode habe ich einen Haufen Grinding hinter mir und ich dachte mir, ich starte hier im Startmenü. Einfach nur, damit ihr mal nachgucken kann. Das müsste eigentlich der Spielstand sein, mit dem ich aufgehört habe. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Kann auch sein, dass ich dazwischendrin nochmal bisschen... Aber 4 müsste eigentlich auf dem Stand von meinem letzten Spielstand sein. Und ja, 3 ist mein aktueller Spielstand. Wir sind 12 Level aufgestiegen. Und ich habe fast 7 Stunden gebraucht, nur für die Grinderei, für die ganzen Schmiedematerialien und den ganzen Schwachsinn. Aber gut, ich bin fertig. Ich habe alles vorbereitet. Fast alles. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist den Hades Cup auf Sora alleine zu beenden. Aber das mache ich dann irgendwann mal. Ich dachte jetzt erstmal, ihr habt lange genug drauf gewartet. Eigentlich gar nicht. Ich habe nur... Ich glaube, ich habe nur eine Folge Kingdom Hearts überspringen müssen. Aber gut, ich kann jetzt wieder aufnehmen. Und ja, jetzt das Erste, was wir erstmal machen, ist das ganze Schmiedezeugs nachholen. Ich habe nämlich noch nichts davon gemacht. Ich habe erstmal nur die Materialien gesammelt. Und ja, wir können eben jetzt hier den XP-Ohrring, die Kriegerkette, das Kristallmitra. Wir brauchen 3 Dunkelmaterien, die habe ich vorbereitet. Das Final Elixier, ein Kraftbolzen, eine kosmische Kette, noch ein EXP-Armband und die Schleife. Und wenn wir den Mogre jetzt nochmal ansprechen. Dann haben wir hier noch wunderbar Phantasista, die 7 Elemente und die Ultima-Waffe. Diese Dinge zu sammeln, das wird euch sehr... Das raubt euch all eure Energien, die ihr habt. Überlegt es euch gut, ob ihr euch das antun wollt, weil eigentlich ist die Zeit alle, ist es auf keinen Fall wert. Aber gut, wir haben eine neue Waffe für Sora, die Ultima-Waffe. Wenn ihr euch die Waffe anguckt, ich meine, ja, sie hat 2 Bonus-MP, das hat Centifol nicht und das ist ein Schlüsselschwert mit langer Reichweite. Gut, Ultima sieht auch verdammt geil aus, aber ihr seht gerade mal eine Angriffskraft mehr als Centifol und für Centifol müsst ihr gar nichts machen. Also von daher, gut, ich habe jetzt die Ultima-Waffe. Ansonsten haben wir jetzt einen Haufen EXP-Zeugs. Das geben wir auch gleich mal an den guten Goffi. Und zwar... Wo haben wir denn die? Denn... Angriffs- und Abwehrkraft sinken. Nett. Und was haben wir hier noch? Einfach nur mehr Erfahrung. Na gut. Für den Meisterring werden wir auch noch was ersetzen. Später. Aber jetzt haben wir erstmal 30 plus 20 plus 20... Ja, 70% mehr Erfahrung. Das kann sich sehen lassen. Gucken wir mal, was wir sonst so gemacht haben. Unter anderem... Was haben wir denn überhaupt neu? Die Schleife erstmal. Alle Schäden 20 plus Verteidigung. Das ist einfach nur in allem besser als das Mogri-Abzeichen. Rein damit. Was haben wir denn sonst noch? Wow, wow, wow. Die gehen auf jeden Fall an Donald. Erstmal hier. Ja, ja, wenn dann richtig. Was haben wir noch? Was anderes mit gut MP? Der den Dalf. Oh, 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 oh. Okay. Statt dem F. Was haben wir denn noch so? Oh, 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 oh. Der Geierreif ist verdammt gut. Ja, gut, den hatte Donald, glaube ich, oder? Den hatte Donald. Mehr HP, mehr... Wir machen das so, weil das lohnt sich mehr. Ich meine, ja, es ist... MP-mäßig ist das natürlich schon... Das wäre auch gut, aber... Nee. Nee. Donald kriegt eins mit MP, eins mit HP. Und... Naja, nee, das möchte ich auch nicht ersetzen. Ich hatte doch nur so einen Kriegerreif gemacht. Alles gut. Klar. Ich glaube fast, wir werden hier auf die Kämpferkette wechseln. Weil ansonsten sieht es eigentlich... gut aus. Omega. Ansonsten haben wir eigentlich nichts mehr, was
was uns so richtig nach oben ballert. Ich meine, ja klar, ich könnte jetzt mit Mogri abzeichnen und so weiter immer noch besser werden. Das könnte ich Donald, das könnte ich ihm geben, glaube ich. Was ist denn? Haben wir noch irgendwas? Was? Ich meine, im Moment hast du ja eigentlich nur AP. Sehr viele davon. Ich meine, die Abwehrkraft ist jetzt echt alles, lässt sich vernachlässigen. Es sind nur die AP, die ziemlich böse sind, aber ich glaube, ich werde das erstmal so lassen. Ja, das ist sowieso, ich muss da dann, ja gut, das hat jetzt keine Eile erstmal. Also mit den AP mal ein bisschen sparsamer umgehen, aber gut, das mache ich dann, wenn es soweit ist. Kann ich auch jetzt machen. Ablegen. Goofy braucht Charmeur nicht. Dann kann ich ihm gleich was anderes geben. Es geht eigentlich nur um die MP. Ah, ne, nicht um die MP. Wo haben wir denn? Da gibt es so viele gute Items, die man ihm geben könnte. Die Kardia-Wache, den Dalfgarn-Ring, naja, den jetzt weniger, aber das Mogri-Abzeichen. Ich gebe ihm das Mogri-Abzeichen, noch ein bisschen mehr HP für Goofy und guckt mal meine HP-Leiste an. Also das ist jetzt ja wirklich schon leicht übertrieben, aber gut, wir können jetzt natürlich auch richtig Gas geben mit dem neuen Equipment. Ich meine hier schön Ultima und Donald und Goofy. Ich habe die Schilde noch gar nicht erwähnt. 7 Elemente. Gibt nochmal einen dicken Bonus auf MP. Kostet euch aber auch Angriffskraft. Ihr könnt aber da Donald und Goofy richtig nochmal Gas geben lassen. Hier auch schön Phantasista. Nochmal mit noch einem Bonus auf MP. Macht auch nochmal einen dicken Damage-Bonus auf magische Angriffe. Aber ich werde ihn jetzt erstmal so lassen. Ich glaube, Donald hatte sogar mehr MP vorhin, oder? Ich weiß, das ist so eine Sache. Ich meine, ich könnte ihm schon noch ein paar. Wo ist denn das Mogri-Abzeichen? Ich habe es jetzt ja nicht geguckt bei. Oder? Nee, das habe ich jetzt Goofy gegeben. Wir denn noch, was Goofy Bot herbringen könnte. Naja, den hatte er ja eben noch, den Meisterring. Wegen. Ja, ich habe nichts wirklich Gutes, das ist das Problem. Ich meine, ich kann ihm die königliche Krone geben, aber das kostet ihn Angriff und Abwehrkraft. Das will ich eigentlich auch nicht. Oh, ich gebe ihm seinen Dalfgarn-Ring wieder. Das kostet ihn. Naja, nee, das. Das wird halt seine. Donald ist damit zwar eine Glaskanone, aber dafür halt. Magischen Damage ist der ziemlich gut. Und das möchte ich. Das versuche ich eigentlich immer so gut es geht auszugleichen. Weil er eben so schwach ist mit einem guten Ring, der ihm gut HP gibt. Eben wie der Gaia-Ring hier. HP und Abwehrkraft. Damit ist Donald alles andere als eine Glaskanone. Damit hält er schon ein bisschen was aus. Aber gut, bevor ich jetzt hier noch mehr Zeit verschwende, weil wir haben jetzt schon 10 Minuten nur mit Ausrüstung verballert, würde ich sagen, wir machen noch was anderes, damit zumindest noch was passiert in dem Part. Ach, ja, die Zeit vergeht, wenn man in Menüs beschäftigt ist. Ja, das ist Kingdom Hearts. Ich habe mich noch nie so wirklich damit beschäftigt, was genau ich am optimalsten equippe und wie auch immer, wie man die Charakter am besten ausrüstet. Ich wähle das eigentlich immer sehr situationsbedingt aus, je nachdem, was ich halt habe. Und ich glaube aber eigentlich, dass ich das, was ich jetzt so verteilt habe, eigentlich ist, glaube ich, relativ gut. Mit dem Equipment. Ach ja, stimmt. Der ist jetzt hier, seit wir den Hades Cup gewonnen haben. Da ist noch Rikalkon drin, falls ihr das noch braucht. Schmiedematerialien haben wir jetzt überhaupt keinen Bedarf mehr für irgendwas. Also wer. Ich meine, theoretisch könntet ihr jetzt Kristallmithrin farmen oder andere Gegenstände. Wir könnten kosmische Ketten farmen.
für Donald, weil ich meine, es gab ja auch LP. Nicht mal wenig. Ist vielleicht auch gar nicht mal so eine blöde Idee. Ein paar kosmische Kettenfarben für Donald. Kristallmitra für Stats. Ihr könnt da richtig ausrasten mit Items farmen und herstellen. Wir haben jetzt zwei neue Sachen. Und das hier müsste die Runde sein, die ich haben will. Ich hoffe jetzt, dass ich nicht die falsche ausgewählt habe. Ansonsten ist das jetzt auch nicht so schlimm. Dann gehen wir jetzt halt drauf. Nee, ich glaube, ich bin richtig. Jo, wir sind richtig. Da wollte ich nämlich hin. Der Eistitan. Auch bekannt als Polaros. Hallihallo, mein Freund. Wie geht es dir? Ich hoffe gut. Ein extrem... Polaros, ja. Die Goldrunde. Ein extrem guter Kampf, um Erfahrung zu sammeln. Guck mal, was wir hier... Erfahrung bekommen. Rein nur vom Zurückblocken. Oh, fuck. Ich habe Analyse noch nicht wieder angemacht. Ich hatte Analyse für den Kampf weggemacht. Na gut, dann wird es jetzt spannender, weil ihr nicht seht, wie lange es dauert, bis der Kampf vorbei ist. Ich nehme mich auch nicht. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Erstmal wieder voll machen hier. Ja. Ihr müsst ja eigentlich nur in Bewegung bleiben und seine Angriffe gelegentlich zurückblocken. Und wenn das passiert, zum Angriff! Warte mal. Das sollte eigentlich gut abgezogen haben. Gehen wir wieder in die Verteidigung. Oder auch nicht. Wir müssen uns jetzt ein bisschen in Sicherheit bringen. Vor diesen Angriffen, weil die sind gefährlich. Ach komm schon, das war nicht gut. Oh, das hat er gar nicht getroffen. Das hat so... Okay, und... Wow. Also mit dem Block war ich auch schon mal besser, muss ich sagen. Au, au. Übrigens, ihr solltet hier... ihr solltet hier Aero nicht verwenden, denn... Der gute Herr hier ist ein Bastard, wenn es um Aero geht. Ich sollte auch aufpassen, die Großen zurück zu blocken. Und dann geht's wieder gegen sein... Ja, treffen sonst auch, mein Freund. Wieder gegen sein Köpfchen. Und wir gehen wieder zurück, wo wir gerade waren. Es müsste eigentlich seine erste Ausrastphase kommen. Oder noch nicht? Kommt sie noch nicht? Zwei, drei. Au. Mist. Voll, weil... Oh, das war nicht gut.
Ah, das, das war aber gut. Ihr seht schon... Ah, komm schon. Ich will hier nicht die ganze Zeit davon getroffen werden. Hier müsst ihr auf maximalen Abstand gehen. Ich stehe hier nicht gut, das sehe ich schon. Damit haben wir wieder K.O. gehauen. Und dann gibt es wieder ein paar aufs Maul. Oh, das war nicht mal viel. Er wird langsam schwächer. Ich sehe das. Hier sollten wir am besten auf den hier gehen. Jetzt nicht sterben. Oh, wir haben ihn. Wunderbar, das war unerwartet, aber gut. Wir haben gewonnen. Das, ja, das ist es halt, wenn man, wenn ich nicht sehe, was passiert. Aber ihr seht, mit der HP und so weiter, ihr müsst hier nicht mal mehr wirklich gut spielen. Wir können ihn einfach überwältigen durch unseren Level und alles. Also, das ist auch eine super Möglichkeit, um zu leveln, weil ihr halt wirklich sehr viele Erfahrungspunkte bekommt für das Zurückblocken. Aber meiner Meinung nach nicht die beste Möglichkeit zu leveln. Wow. Hey, das ist nicht nett. Der arme kleine Eistitan. Tschüss. Damit haben wir den Eistitan besiegt. Und als Belohnung dafür kriegen wir das Diamantenstaub-Schlüsselschwert. Das erste von zwei neuen Schlüsselschwertern. Und... ich sag's euch, das Schlüsselschwert hat's in sich. Dieses Schlüsselschwert hat die meisten MP, die ein Schlüsselschwert haben kann. Ist wieder ein kurzes oder ein mittleres Schlüsselschwert. Ich finde vor allem den Effekt sehr geil. Dieses Schlüsselschwert bietet sich an, um den... Hört ihr das? Sehr geil. Dieses Schlüsselschwert bietet sich an, um den Pinkfungi zu besiegen. Und ich sollte mal meine Abilities wieder überarbeiten bei Sora. Ich musste nämlich einen Ability-Punkt freimachen, damit ich Ragnarok equippen kann. Jetzt haben wir noch einen Volltreffer plus, das ist sehr gut. Damit haben wir jetzt nämlich, glaube ich, 3. Oder? Plus. Ja, 3 Volltreffer plus. Damit haben wir eine sehr hohe Volltrefferchance. Das brauche ich eigentlich nicht mehr. Für die 3 nehme ich dann doch lieber Tontaube wieder mit. Das wird dann im nächsten Part eine wichtige Rolle spielen. Mal abgesehen davon brauche ich neue Items. Und zwar brauche ich mehr Äther. Aber das ging ja doch gut in die Äther. Ich werde auch versuchen, so gut es geht, komplett auf... Oh, den habe ich noch gar nicht benutzt. Na, dann ändern wir jetzt mal. Lol. Ja, stimmt. Ich habe die Experte und Koryphäe bekommen. Das habe ich bekommen, als ich einen Rafungi 100 Mal geschleudert habe. Das geht eben, wie gesagt, am besten in... Wie hieß das Gebiet? Ja, mir fällt es nur ein. Dann sage ich es euch. Im Nimmerland. An Deck. Da könnt ihr ihn eigentlich am einfachsten schleudern, indem ihr ihn... ihr müsst einfach nur schaffen, ihn vom Schiff runterzukommen, zu bekommen. Am besten raus aufs offene Meer. Und dann könnt ihr ihn immer weiter nach oben prügeln, bis er irgendwann quasi am Ende des Raumes ganz oben angekommen ist. Und von dort aus könnt ihr ihn dann sehr einfach immer weiter und immer weiter nach oben schleudern. Gott, ist das Schwert lang. Guckt euch das an, es steht schon im Boden. Übertrieben. Hat auf jeden Fall Style. Hier passt die Bezeichnung Schwert sogar, wenn ihr nämlich drauf achtet, da steckt ein Schwert darunter. Hat auch ein bisschen das Design vom Alchera-Schwert. Naja gut, aber auf jeden Fall könnt ihr den Fungi am besten dort schleudern.
Ansonsten, ja, mit der Handlung sind wir durch. Wo haben wir denn die Charaktere? Ja, da fehlt natürlich noch was. Und der Herzlose eben. Hier haben wir den schleichenden Soldaten. Von denen haben wir ja mittlerweile auch eine Handvoll gekillt. Das war der große Geist. Der grandiose Geist, sorry. Was haben wir hier? Düsenfugu. Ja, das war das Vieh. Lästiges Vieh. Lästiges Scheißvieh. Besiegter Behemoth. Eine größere Unterart des Behemoths. Und der Erzbehemoth. Fehlt ihm deren Begabung. Aha. Archetyp. Was für ein Archetyp. Es gibt keinen Arch. Ah, das ist wieder eine super Übersetzung. Der Archbehemoth oder er ist der Erzbehemoth. Ah, hier steht die Schwächen wie der Archetyp. Das wäre dann der Erztyp. Gott! Ja, hier ist der Neoschatten. Ernsthaft! Leute! Ihr habt den Kingdom Hearts 2 mit Schattenschalk übersetzt. Ich weiß, dass das Neoschatten ist die Bezeichnung für den Neo-Shadow. Genauso wie der Schattenlurch einfach nur Shadow heißt. Aber ernsthaft, kriegt eure Übersetzung. Kriegt das hin. Ja, hier, eben hier ist der Pinkungi. Da fehlt ein F, übrigens. Nochmal so nebenbei. Rafungi, Giftfungi, Pufffungi, Pinkungi. Wie gesagt, kriegt eure Übersetzung hin. Das ist okay, das war vorher schon so. Kurz Sisa und das Phantom. Galapagilisk ist der schwarze Chimäresilisk. Chimäresilisk, sorry. Der Purpurrüstor, ja, das passt auch. Aber hier, bei den neuen Sachen, besiegter Behemoth und Erzbehemoth. Naja, gut. Haben wir denn noch die Chimera? Das passt sogar. Sachen gibt's, wa? Elektrofugu. Ja, da passt auch das mit dem Düsenfugu. Weil der heißt Elektrofugu. Das mit der Skorpione? Naja, das ist ein Skorpion in der Urne. Okay, kann man so lassen. Der grandiose Geist ist ein großer Augenwerfer. Harpuron. Ja. Harpuron. Und der. Der Düsenfugu, ja, ähnelt dem. Und er hat den Raketuron. Ähnlich dem Harpuron. Alles cool. Das passt. Schwarze Ballade. Ist jetzt auch eine reine Übersetzung von den anderen. Die Zipfler hier, bei uns heißen die halt Pyro-Zipfler, Arkti, Zickzer und Vita-Zipfler. In der englischen Version haben wir hier Red Nocturne, also die rote Nocturne, die blaue, ich weiß es nicht mehr, Blue irgendwas, das ist Yellow Opera, glaube ich, also die gelbe Oper, und der grüne, was weiß ich denn, da geht es halt darum, es sind alles basierend auf Musik, und von daher die schwarze Ballade. Das wäre ja dann. Die hätten da irgendwas mit einem Zipfler draus machen sollen, damit es wieder zu den anderen Zipflern passt. Aber ja, das ist halt das neue Team von Übersetzung. Die Gigaschattenlurche, das passt sogar. Hätten sie auch Gigaschatten nennen können, hätte schlimmer sein können. Und dann haben wir hier den Klappersoldaten und den schleichenden Soldaten. Das ist eine unsichtbare Version von dem Klappersoldaten. Von daher, ja. Könnte schlimmer sein. Könnte auch wesentlich besser sein. Aber gut, dann haben wir auch über das Thema geredet. Und es war jetzt ein bisschen ein Laberpart ohne großartig andere Sachen. Aber zumindest haben wir den Eistitan besiegt. Oder Polaros besser gesagt. Im nächsten Part werden wir uns dann um den nächsten versteckten Boss kümmern. Und dann danke ich euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier. Bis dahin, ciao Leute. Euer Tridi.